Ja, in der 5. Klasse war klar, ich werde Tierärztin. Und das war tatsächlich auch hilfreich. Also ich glaube, das war auch ein Weg dann zu diesem 1-0er-Abi. Erstmal herzlichen Glückwunsch vom Evangelischen Gymnasium. Du hast ein 1er-Abitur. Ich frage erstmal, wie groß ist denn die Freude und wie hast du das überhaupt gemacht? Ich weiß nicht, wie groß die Freude ist tatsächlich. Das schwankt. Es ist, keine Ahnung, ich weiß nicht. Tut mir leid, diese Frage kann ich nicht beantworten. Alles gut. Und ich glaube, ich habe es mit, also vorhin waren ja diese drei Wege, Fleiß, Schlau oder Talent. Ich glaube, ein bisschen Fleiß und ein bisschen Schlau. Das heißt, du hast dich ordentlich immer nach der Schule hingesetzt und ordentlich gelernt? Oder fiel dir das alles eher zu? Ich glaube, es war eine ganz gute, gesunde Mischung. Ich habe viel gelernt, aber in den entscheidenden Momenten ist mir bestimmt auch mal was zugefallen einfach. So in der 6.2 war ja auch die Corona-Pandemie sehr präsent. Wie erging es dir so in der Zeit? Fiel dir das alles dadurch schwerer? War das für dich schöner, auch mal was zu Hause zu machen? Wie war das für dich? Für mich persönlich war es viel schwerer, weil ich einfach ein Mensch bin, der sehr, sehr gerne mit Menschen zusammen ist und der diese Schulgemeinschaft auch genießt. An meiner Schule habe ich sie auch als sehr, sehr angenehm empfunden einfach. Und deshalb war ich ein bisschen traurig alleine zu Hause tatsächlich. Wie geht's für dich jetzt speziell weiter? Ich gehe jetzt nach Leipzig und studiere da Tiermedizin. War das für dich schon lange klar oder wie hat sich der Wunsch so entwickelt? Ja, in der 5. Klasse war klar, ich werde Tierärztin. Und das war tatsächlich auch hilfreich. Also ich glaube, das war auch ein Weg dann zu diesem 1-0er-Abi. Kannst du dir vorstellen, mal wieder zurück nach Cottbus dann zu kommen? Oder sagst du, nee, ich will einfach nur noch raus und weg? Im Moment kann ich es mir an manchen Tagen vorstellen und an manchen Tagen nicht so vorstellen. Also ich glaube, die Familie ist hier ein ziemlich starker Magnet. Ansonsten schaue ich mir erstmal was anderes an. Wunderbar, dir alles Gute, danke. Vielen Dank. Mhm.